Gute Moin, Servus, Tag, Konnichiwa und so weiter und so fort. Hier ist der Stolli, hier ist ein neues Concussion-Protokoll. Schön, dass ihr wieder am Start seid, die Sonne scheint und ihr Vollidioten sitzt trotzdem vor eurem Rechner, vor eurem Handy. Ihr podcastet, schaut Videos oder sonst was. Das heißt, ihr seid ein bisschen blasser als andere um die Nase wahrscheinlich gerade, weil ihr könntet ja auch irgendwo am Strand liegen. Vielleicht tun das aber auch einige von euch und sagen, hey, dieses Geräusch von Meer und relax, gib mir auf den Sack, ich brauche ein bisschen Stolle auf die Ohren. Könnte haben, neues Concussion-Protokoll zu einem unfassbar wichtigen Thema. Es geht heute um Kicker. Halleluja, Sam Ficken sei Dank. Und ich würde sagen, Feuer frei. Top-Thema sind Kicker, haltet euch fest, Leute. Ja, ich meine es ernst. Kicker. Auch hier kam die Frage von euch mehr oder weniger, ob man das nicht mal machen könnte. Und ich dachte mir so, ja, mein Gott, ist Juli, ist sonst nicht viel los. Feuer frei machen einfach mal so. Ich denke, kaum eine Position wird so unterschätzt. Das mögen Jungs, die selbst spielen, anders sehen. Aber am Ende des Tages ist Kicking nun part of the game und dann auch kein unwichtiger part of the game. Wenn wir da einfach mal reingucken, San Francisco aktuell bangt um Robbie Gould. Chicago kann eine Geschichte davon singen. Auch viele andere hatten das dann schon. Wenn wir mal auf die letzte Saison kicken, da kicken wir mal auf, war 84,7% aller Field Goals wurden verwandelt. Klingt's viel? Wenig? Was meint ihr? Fakt ist, in den letzten 20 Jahren ist das der zweithöchste Wert. 84,7%. 22 der besten 25 Scorer der letzten Saison waren Kicker. Dazwischen waren nur ein Gurley, ich glaube an 5, ein Kamara an 10 und ein Barkley an 25. Alles andere waren Kicker. Also ohne sie geht's halt nicht, will ich damit sagen. Ob man das nun gut findet, Field Goals und extra Punkte oder nicht, es geht nicht ohne sie. Sie spielen halt eine wichtige, wichtige Rolle. Und ganz besonders entscheidend wird es dann, wenn man einfach mal drauf guckt auf den Average Score. Letzte Saison gab es 10 Teams, die mit einem Schnitt gewonnen haben, der zwischen 0,1 und 6,9 quasi, also die im Schnitt ihre Spiele gewonnen haben mit weniger als einem Touchdown. Und es gab nur 5 Teams, die da drüber lagen. Allen voran die Chiefs mit 8,7 Punkten im Schnitt pro Spiel. Auf der anderen Seite, in der negativen Bilanz gab es 14 Teams, die mit weniger als einem Touchdown im Schnitt ihre Spiele verloren haben. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, wie wichtig so ein Kicker sein kann. Ja, ein Field Goal oder zwei, mehr oder weniger, und dein Record ist ein ganz anderer. Und deswegen dachte ich, ich breche eine Lanze für die Kicker dieser Welt und gehe einfach mal genauso, wie ich es letzte Woche mit dem Backup-Quarterbacks gemacht habe, so eine Liste durch. Erzähle ich ein bisschen was, wer wie in welche Rubrik meiner Meinung nach gehört, und gibt es ein paar mehr Rubriken, weil ist so. Vorne, ganz vorne, gibt es tatsächlich nur einen. Deswegen heißt diese Gruppe auch The One. And only Justin Tucker. Natürlich, Justin Tucker, all time, 90,1% aller seiner Kicks verwandelt. Mördergranate, der Kicker, wisst ihr alle. Ist einfach ein Hammertyp und wahrscheinlich gibt es keinen Kicker, der je so viel Respekt auch genossen hat in der Liga, wie er, ja. Ganz alleine, steht er ganz, ganz vorne. Dahinter kommt die Rubrik richtig und wichtig, weil die Jungs wissen auch, wie es geht und das auch schon fast alle seit längerer Zeit. Steven Wiskowski, New England, ist tatsächlich Nummer 3 all-time unter den Active Kickers mit 87,38%. Josh Lambeau, Jacksonville, ja. Dan Bailey, Minnesota, ja. Denn auch die beiden sind Top 10 all-time unter den Active Kickers. Steven Hauschka, Buffalo ebenfalls, ist ja auch einer, der vor allen Dingen weiß, wie es draußen geht. Robbie Gould habe ich hier mit drin, wenn er denn noch entscheidet und so weiter. Ne? Der ist tatsächlich All-Time Nummer 2 mit 87,75% All-Active Players. Und ein weiterer, der noch in der Gruppe ist, der lässt sich dann schon wieder streiten vielleicht so ein bisschen, ist Will Lutz. Will Lutz hat All-Time 87%. Naja, aber der spielt ja erst seit 2016, kann man so sagen. Und dann ist natürlich, ja, der Will hier mit nur einem L erstmal wird er nur geschrieben und dann spielt er im Dome. Gebe ich euch recht, aber seine Karrierestatistiken zeigen, dass er Indoor-Outdoor fast identisch kickt. Das ist dann ein Punkt für ihn.
Ja, deswegen gehören die in die Gruppe. Und dahinter kommt wieder einer alleine, und zwar Oldie, but immer noch Goldie. Ihr wisst alle, wer es kann es nur sein. Natürlich Adam Vinatieri. Verwandt mit Evil Knievel, dem legendären Stuntfahrer. Vinatieri, mein Gott, der hat schon NFL Europe gespielt, da habe ich da noch nicht mal zugeguckt. Wahnsinn, immer noch eine Granate, ja, vielleicht nicht mehr ganz so zuverlässig. Natürlich auch nicht mehr ganz so ein Mörderlack, aber immer noch am Start, immer noch dabei, immer noch sehr zuverlässig. Da haben wir wieder einen Hall of Famer übrigens. Dann kommt die Gruppe, der ist vielleicht ein bisschen gemein, der Titel, die Average Joes, weil so average sind sie jetzt gar nicht. Aber das ist so die gute Mitte, auf die man, die verlässlichen Jungs, redet man nicht so wahnsinnig viel drüber, aber die gehören dazu. Dustin Hopkins in Washington, Jason Myers Seattle, Chandler Catanzaro New York Jets gehört für mich dazu. Ist ja ein zweiter Versuch schon bei den Jets. Matt Prater in Detroit. Da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, aber der, mein Gott, der könnte doch noch weiter oben sein. Aber tatsächlich ist da der Unterschied zum Beispiel zum Lutz, dass der Prater Indoor fast 90% semmelt, Outdoor nur knapp über 80% reinmacht. Das spricht nicht für ihn. Ryan Succop, Tennessee, Graham Gano, Carolina, Randy Bullock, Cincinnati. Das sind so die Jungs. Greg Zuerlein von den Rams gehört da auch noch für mich in die Gruppe. Und ich habe ihn noch mit drin. Chris Boswell. Da bin ich auf eure Meinung gespannt. Letzte, vorletzte Saison, sehr wichtiger Mann. Letzte Saison, 13 von 20 Field Goals, ist natürlich nah am Rauswurf in der NFL. Aber was echt für ihn spricht, in den Playoffs ist Chris Boswell 15 von 15. Das können nicht viele vorweisen. Die nächste Gruppe ist eine Zwei-Mann-Gruppe. Die fahren ein Moped mit Beifahrersitz durch die Wälder. Und warum durch die Wälder? Weil sie sind für mich die Weather Warriors. Das sind Jungs, die wahrscheinlich in anderen Teams ganz noch krasser abreißen würden. Aber die spielen halt da, wo sie spielen. Das ist eine Brandon McManus in Denver. Immer ordentlich windig. Ja, kannst du jetzt sagen, die Luft hilft natürlich beim Kicken. Hilft sicherlich auch. Ja, stimmt natürlich. Er ist Outdoor sogar besser als Indoor in seiner Karriere. Und der andere ist Mason Crosby von den Packers. Gibt wohl nur wenige Orte, in denen es ab November so scheiße geht mit Kicken wie in Green Bay. Und er ist in den Playoffs 26 von 29. Das ist mal eine krasse Zahl. Beide haben so insgesamt overall nicht so eine Wahnsinns. Ich 81, Knips Prozent, die sie kicken im Schnitt über ihre Karriere. Das ist nicht überragend, aber man guckt, wo sie kicken. Nächste Gruppe sind die Young Guns. Wie der Name sagt, alle starke Beine können gut kicken, sind aber noch jung. Ne? Und kicken ist ja auch so eine Kopfsache. Bisher lief es aber ganz ordentlich. Jason Sanders in Miami als Rookie 18 von 20 reingedonnert. Dallas Brett Maher hatte als Rookie 29 von 36 und dabei 6 von 7 aus 50 Yards oder mehr. Respekt. Kaimi Fairbairn von den Texans in 2 Jahren 57 von 67 reingeknallt und 7 von 10 bei plus 50 Yards. Nicht so schlecht. Harrison Butker, Kansas City, der kam ja auch so ein bisschen, ja, auch wieder so eine Feel-Good-Story, ne, hat jetzt auch noch einen neuen Deal bekommen, wunderbar. Hat tatsächlich 69 Mal antreten dürfen in seinen ersten 2 NFL-Jahren und 62 Mal getroffen. Und Jack Elliott in Philly ist auch ein sehr zuverlässiger Mann in seinen ersten beiden Jahren. Jeweils 26 von 31 und ich glaube 7 von 11 bei den ganz langen Dingern. Gib denen noch 2 Jahre, in denen sie genauso kicken und sie rutschen ganz weit nach vorne in die richtig und wichtig Kategorie. Dahinter wird es dann jetzt aber langsam düster und gefährlich. Das heißt langsam, relativ schnell. Hier kommt jetzt der Grund, warum die Quote insgesamt bei 84,7 liegt und nicht bei 88. Die Kategorie heißt Doink. Das sind die Herren, die so ein bisschen noch viele Fragezeichen hinter sind. Michael Badgley bei den Chargers. Natürlich ist er erstmal ein großes Upgrade. Die Chargers, wissen wir alle, haben in den letzten Jahren so ziemlich jeden Kicker dieser Welt mal durchgehabt und auch irgendwelche YouTube-Phänomene. 10 Einsätze hat er letztes Jahr gehabt, dabei 15 von 16 reingehauen.
Und brachte endlich Ruhe ins King. Aber wie gesagt, noch nicht mal eine ganze Saison gespielt. Jetzt geht es erst richtig los mit dem Druck. Auch Daniel Carlson, den ja die Vikings gedraftet hatten, und dann direkt mal nach Woche 2 entlassen haben, das ist auch hart, ne? Ich glaube, 5. Runden Draft-Pick. Und dann gegen die Packers endet das Spiel mit einem Unentschieden, weil er 3 Field Goals versemmelt hat und direkt gesagt, ah, da war der Druck schon groß in Minnesota, lief aber auch danach nicht. Aber Carlson ist in Oakland untergekommen, die ja definitiv einen Nachfolger für Janikowski brauchen. Hat in Oakland 16 von 17 gemacht, aber ist halt auch noch ganz jung, ein Frischling. Aldrick Rosas bei den Giants, dünnes Rookie-Jahr gehabt, 2017. Dann letztes Jahr sehr stark, 32 von 33. Ich habe noch Giorgio Tavecchio, ich glaube, das spricht man so aus, in Atlanta. Ich habe den Namen nie gelernt. War ja Ewigkeiten der Camp-Kicker der Raiders, weil Janikowski sollte Bein ausruhen. Dann durfte er ein Jahr mal ran und kam dann jetzt nach Atlanta, als sich Matt Bryan verletzt hatte, den die Vikings ja nun nicht verlängert haben. Kommt nicht gut an bei den Cam-Fans, aber der ist ja nun auch schon nicht mehr der Jüngste, hat nicht mehr das beste Bein und so weiter. Also Tavecchio hat auf jeden Fall ein Monsterbein, aber bisher ja durchschnittlich. Cairo Santos in Tampa Bay, hat er 3,5 Jahre in Kansas City ordentlich gespielt und seitdem ist er dann aber extrem rumgekommen. In Tampa war letztes Jahr 9 von 12, solide. Hat noch einen Rookie, glaube ich, hinter sich, Matt Gay. Das ist so die Gruppe, da kann richtig was werden, kann aber auch völlig in die Hose gehen. Oder ist bei einigen schon ein bisschen in die Hose gegangen bisher. Und dann kommt jetzt noch die letzte Gruppe, da sind auch drei drin und das ist natürlich die Gruppe mit dem legendären Namen Wild Right. Logisch. Da ist die ganze Geschichte der Cleveland Browns. Die Browns sind ein tolles Team dieses Jahr und sehen auf vielen Positionen richtig supi aus. Und dann guckst du aufs Kicking Game und sagst, na, wenn der Stolle sagt, dass es ja also am Ende 24 Teams gab, die für dies punktemäßig weniger als ein Touchdown positiv oder negativ ausging. Holla, die Waldfee, ist ja doch eine Menge. Greg Joseph und Austin Seibert sind die beiden Kicker, die hier im Kader stehen. Joseph hatte 17 von 20 letztes Jahr, als er ran durfte. 4 Extrapunkte versemmelt allerdings. Seibert ist ein Rookie. Aber das ist für mich definitiv eine Schwachstelle bei den Browns. Stand jetzt. Arizona waren letzte Woche beim Backup-Quarterback schon richtig weit vorne dabei. Und jetzt wieder. Zane Gonzalez ist hier der Nummer 1 Kicker. In 2 Jahren hat er nur 70% seiner Kicks angebracht. War ja mal in Cleveland, ganz am Anfang. 70% ist ein bisschen wenig. Und ganz hinten, ihr habt es längst geahnt, ihr wusstet es längst, natürlich die Chicago Bears. Hard Knocks in Oakland finde ich gut, aber ich finde, die Bears hätten eine eigene Serie verdient. Ja? Kick it like whoever. Und dann, hätte ich gern gesehen. Das hätten wir doch alle sehen wollen. Jede Woche kommt ein neuer Kicker. Der Waterboy muss auch mal ran. Weiß ich nicht, die Frau vom General Manager. Jeder darf mal ran in Chicago. Und aktuell sind es Elliot Fry und Eddie Pinero, die da im Kader stehen. Beide haben in der NFL genau so oft gekickt. Insofern läuft richtig bei den Bears. Hatte ich ja schon mal angedeutet. Ich glaube nicht, dass sie so Spiele so deutlich gewinnen werden dieses Jahr. Deswegen wird das sehr interessant. Was ich übrigens auch spannend finde, wer teilweise so, damit ist die Liste erstmal durch, ne? Schön, danke. Aber wer teilweise so auf dem Markt noch rumschwirrt, ne? Matt Bryan zum Beispiel, oder auch Kai Forbath. Beide sind in der Active Kickers All-Time-List Top 10, Jungs. Aber will erstmal keiner haben. Ein bisschen traurig am Ende. Weiter geht's. Diese Woche wieder eine Wette am Start. Also irgendwie, muss mal gucken. Ja, es ist Monatsbeginn, ihr habt Gehalt bekommen. Wunderbar, das ist ja super. Könnt ihr gleich schon mal ein bisschen was beiseite legen. Die Wette kommt von Flocky V. Und Flocky hat, glaube ich, auch letztes Jahr schon eine Wette gehabt. Ich würde vermuten, verloren. So gut, wie es bei mir letztes Jahr bei den Wetten lief. Und ja, ich muss noch die eine oder andere Wettschuld begleichen, kommt alles noch. Aber ist ja irgendwie ein bisschen spannender, wenn dann auch wieder das Ganze Richtung Saison geht und vielleicht auch wieder der ein oder andere mehr aus seinem Football-Winterschlaf erwacht. Flocky, was hast du denn zu bieten hier? Einer gegen Stolle. Moin Stolle, ich wette, dass dieses Jahr die Kansas City Chiefs das Team sind,
dass die Saison auf die Nase fällt und maximal 6 Siege holen wird und dann auch maximal Dritter in der AFC West sein wird. Sollte ich beide Wetten verlieren, spende ich 50 Euro an das Kinderhospiz hier in München. Sollten wir splitten, kannst du dann Jeder 25 Euro, wobei du es auch gerne an deine Stammbrücke geben kannst. Sollte ich beide gewinnen, musst du bei mir bei der Super Bowl Party für jede Niederlage der Chiefs einen kurzen wegmachen und ich spende trotzdem die 50 Euro. Das ist schon mal sehr geil. Warte mal, bei der Super Bowl Party für jede Niederlage der Chiefs einen kurzen wegmachen. Okay, das heißt, du kommst zur Super Bowl Party, ist auch schon mal gut. Ja, finde ich gut. Ich bin ja auch jemand, der relativ schnell der Meinung war, ja, die Chiefs und so weiter und so fort. Und dieses Jahr, das wird hart und schwer, aber ihr habt ja vielleicht meine Top 10 schon gesehen. Man kann sie da nicht rausnehmen. Keine Ahnung, was am Ende mit Herrn Hill passiert, aber dieses Team ist zu talentiert, der Coaching-Staff ist zu gut, dass diese Offense nicht in der Lage ist, genug Spiele zu gewinnen, auch wenn sie nicht mehr so viele Punkte wie letztes Jahr. Das ist einfach meiner Meinung nach unrealistisch. Dafür halte ich mehr von der Defense, als ich es ursprünglich vielleicht zugeben wollte. Also ich finde, hatte ich ja auch schon in der Sendung über die Top 10 gesagt, ich finde, Steve Spagnuolo ist halt ist ein guter Mann, weiß, was er tut. Die Chiefs haben sich, finde ich, ordentlich verstärkt. Da sind jetzt vielleicht keine Bang-Namen dabei unbedingt, auch wenn das alles keine schlechten sind. Aber ich glaube, sie werden keinen so guten Pass-Rush haben wie letztes Jahr. Das war ja eigentlich das Einzige, was sie konnten mit ihrer Defense. Aber sie werden insgesamt, glaube ich, einfach solider spielen, vor allen Dingen gegen den Lauf erstmal. Dann auch das Passspiel des Gegners ein bisschen besser im Griff haben. Ja, einfach grundsätzlich, die Defense wird mehr in der Lage sein, sagen wir mal so, sie wird ihnen jetzt nicht zwingend Spiele gewinnen, aber zumindest nicht mehr verlieren. Deswegen halte ich natürlich dagegen und sage, die Chiefs werden auf jeden Fall mehr als 6 Spiele gewinnen. Und was sagst du? Maximal Dritter in der AFC West? Also, dass die Chargers vor ihnen landen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Alles andere halte ich für schwierig. Ich glaube, dass Fangio bei den Broncos genau der Richtige ist und da definitiv auch einen anderen Zug reinbringen wird. Ich glaube, dass die Broncos aber auch noch zu weit weg sind, um ernsthaft Richtung Playoffs zu schlittern. Ich finde, die Broncos sind so ein Team, was irgendwie jedes Jahr mit diesem Playoff-Gerede loslegt. Aber wenn man mal ganz realistisch ist, waren die Broncos der letzten Jahre ziemlich mies. Selbst die Defense war bei Weitem nicht mehr das, was wir gewohnt waren. Insofern glaube ich, da ist noch ein bisschen weit weg. Bei den Raiders ist die Defense definitiv trotz vieler junger, talentierter Namen auch noch einen Schritt weit weg. Ich glaube, dass die Offense brutal stark sein kann. Dennoch, sie vor die Chiefs zu setzen, halte ich ein bisschen für töricht. Also ich bin definitiv voll dagegen. Wette angenommen. Sag mal, Stolle. Darf auch nicht fehlen. Und da kam dann auch mal wieder nach 1-2 Wochen, war der schon in Ferien oder so, kam auch jedenfalls wieder ordentlich Fragen rein. Wir sind ja jetzt quasi überall in dieser Welt unterwegs. Also ich habe hier Fragen aus YouTube und Twitter und ich glaube, eine Brieftaube war noch hier und dann sind wir ja noch, wir haben jetzt ein eigenes Forum, da solltet ihr definitiv auch mit am Start sein. Jetzt muss ich selber noch mal gucken, wie der Spaß heißt. Ja, warte, gib mir eine Sekunde, ich bin da nicht so gut. Discord, wir sind glaube ich schon so knapp 500 Members, crazy shit, da kommt auch immer viel rein, da könnt ihr euch zu meiner Show auslassen, aber auch bei den anderen Jungs, oder eigene Ideen noch vorbringen, oder wie auch immer, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Der Marc Alexander, der fragt, sag mal Stolle, kannst du in einer deiner nächsten Sendungen mal ein bisschen was über das Raiders-Stadion in Vegas erzählen? Lieber Marc, kann ich gerne machen. Wird das geilste Stadion von die Welt, bin ich mir sicher. Modernste Stadion, komplett Wahnsinn. Ich habe jetzt schon einige Stadien und Arenen auf diesem Planeten gesehen und ich bin mir sicher, wir reden ja von Las Vegas. Da gibt es die Dinge, von denen du nicht mal träumst. Das Glasdach finde ich schon mal einen absoluten Mörder-Burner, ein Glasdach zu bauen für Footballstadion. Dann wird es ja ganz in der Nähe vom berühmten Strip gebaut, auch Flughafennähe. Das heißt, genau das wird passieren, was sich, glaube ich, die Bauherren, also die Raiders, erhoffen.
dass viele Touris da auch und viele Road-Fans kommen, weil da ist mal eben schnell gemacht, so ein Flug nach Vegas. Sie spielen da nicht alleine, UNLV, die örtliche Uni wird da auch spielen. Sicherlich nett für die Rebels, dass sie da spielen dürfen. Ihr Stadion ist ein bisschen runtergekommen über die Jahre und die sind jetzt keine wahnsinnig große Uni, aber ich glaube, für den Recruiting-Process ist es nicht so schlecht, wenn man in so einem Stadion spielt. Kosten 1,8 Milliarden. Halleluja. 65.000 Plätze kann man wohl sogar noch upgraden auf knapp über 70. Ja. Und schauen wir mal, wann sie da spielen. Sie spielen ja dieses Jahr noch in Oakland, haben die Option, auch nächstes Jahr da noch zu spielen, wenn es denn sein müsste. Ich würde mir wünschen, dass es zack nächstes Jahr schon Vegas. Bzz, bam. Ich bin sehr gespannt. Die Konkurrenz in Vegas ist ja nicht so klein. Die Golden Knights haben ja da absolut monströs eingeschlagen, so wie ich es nicht erwartet hätte, weil ganz ehrlich, Eishockey, also Vegas hat nun mal keinen Profisport. So, insofern machte das schon Sinn. Aber Eishockey ist halt ein brutales Brett. Du hast über 40 Heimspiele, die immer und ständig sind. Und da war ich der Meinung, Football hat einen riesen Vorteil, weil du halt immer nur Sonntag ein Spiel hast und das ist einfach. Du wirst wahnsinnig viele Auswärtsfans haben bei den Raiders-Spielen, weil ist geil. Du fliegst Freitag von wo auch immer rein. Freitag, Samstag gibst du Vollgas, feierst wie blöde und Sonntag mit dem Kater ins Footballstadion. Wunderbar und dann nach Hause. Ich glaube, das funktioniert. Das werden sehr viele machen. Wenn man Auswärtsspiel dann lieber Vegas als Buffalo oder Indianapolis oder so, denke ich mal. Also da wird schon viel gehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Konkurrenz so groß wird, dass die Eishockey-Jungs A so erfolgreich spielen. Und B, dass das so angenommen wird, trotz der Tatsache, dass es einfach so wahnsinnig viele andere Möglichkeiten in Vegas ja gibt, wie man seine Zeit verbringen könnte. Also nicht ohne. So, was haben wir denn dann? Mr. John 90, 90, 90. Sag mal, Stolle, Deutschland ist nicht das heißeste Land, aber wir kochen im Sommer dennoch. Tun wir das? Naja, wir hatten jetzt mal einen heißen Tag, ne? Ärzte raten von Aktivitäten in der Hitze ab. Miami, Dallas, Houston. Wäre es für solche Teams nicht sinnvoller, ihre Trainingscamps in anderen Orten abzuhalten, zu verlagern? Die Intensität kann schließlich bei über 40 Grad Celsius nicht so hoch gehalten werden. Ganz Unrecht hast du natürlich nicht. Ich glaube, die etwas Älteren von euch werden sich vielleicht noch an Corey Stinger erinnern. 2001, glaube ich, war es. Da ist er im Vikings-Trainingscamp zusammengebrochen und verstorben. Grundsätzlich ist aber Houston, Miami, Dallas, naja, also Dallas trainiert schon mal gar nicht zu Hause, sondern in Kalifornien. Aber es sind ja viel mehr Teams, die in der Hitze trainieren. Das darf man nicht ganz vergessen. Wisst ihr, wo es am heißesten war letztes Jahr, Trainingscamp? 5, 4, 3, 2, 1. Ah, wusste keiner, ne? Baltimore. Bei den Ravens war es tatsächlich am heißesten. Also, ich würde tippen, 20 bis 25 Teams trainieren in der brutalen Hitze. Wenn du Glück hast, bist du noch an der Ost- oder Westküste und hast noch ein bisschen Meeresluft, ein bisschen Wind dazwischen. Ist hart. Ich selbst habe jede Menge Camps erlebt in der Raiders in Napa Valley. Wenn da nicht Wind war, dann war es brutal. Dann war es unerträglich. Aber als Spieler lernst du damit umzugehen. Ich glaube, es ist. Intensität ist so eine Sache. Ich glaube, die Veterans wissen genau, wie ein Camp funktioniert und was sie zeigen müssen und was sie abliefern müssen. Und die teilen sich ihre Kräfte sehr genau ein. Es sind eher die Rookies, und die Second-Year-Player, die halt wirklich um den Job kämpfen, die die Intensität immer hochhalten müssen. Für die ist es natürlich dann derbe anstrengend. Sind es aber sicherlich die meisten ja vom College auch schon gewohnt. Auch da gibt es ja jede Menge Örtchen, wo es ein bisschen wärmer ist im Sommer. Nee, gibt, ich kann mich bei den Raiders erinnern, extrem viele Trinkpausen dann zwischen den Einheiten. Und man muss ja auch ehrlich zugeben, die Zeiten der Brutalo-Camps sind ja Geschichte. Also legendäre Two-a-Day-Camps, ja, das gibt es ja alles nicht mehr. Junction Boys, krasses Buch. Zieht euch das mal rein, dann wisst ihr mal, was ein richtiges Trainingscamp ist. Nein, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Heutzutage ist es ja alles viel regulierter, wie viele Trainings überhaupt in der Woche noch stattfinden dürfen. Was ist ein Training?
sind ja gefühlt die Hälfte Walkthroughs, also man achtet da auch schon drauf, auch deswegen sicherlich. Ja, also ich glaube, die Jungs wissen schon, was sie tun. Haben wir denn noch eine Frage? Aber wir haben viele Fragen heute hier. Die machen wir ganz zum Schluss, die ist so lang. Mike Z hat auf Twitter geschrieben, viele sind der Meinung, Aaron Rodgers sei der best Quarterback und talentierter als Brady. Was hätte Rodgers erreicht, wenn er für die Patriots spielen würde anstelle von Brady? Boah, das ist natürlich so eine Frage, ne? Die kannst du ja quasi, kannst ja jeden Quarterback XY da reinwerfen bei den Patriots und sagen, was hätte der erreicht? Erstmal ist ja die Frage, hätte ein Bill Belichick überhaupt Interesse an einem Spieler wie Aaron Rodgers gehabt? Gar nicht. Ich rede nicht. Alle Diven-Hypes da draußen schon wieder um die Personalie Aaron Rodgers, um die Person Aaron Rodgers, sondern um den Spielertypen. Ist ja ein ganz anderer Spielertyp als das, was Bill Belichick so rumzulaufen hat, sowohl bei Brady als auch davor, Bledsoe oder auch jede Menge Backups. Ja, wenn Aaron Rodgers das gespielt hätte, wäre er natürlich erfolgreicher gewesen, überhaupt nicht die Frage. Ich glaube, es ist auch überhaupt nicht die Frage, ist Aaron Rodgers talentierter als Tom Brady? Ja, das ist er. Ich glaube, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Das Tom Brady ist nicht der athletischste Typ unter der Sonne, hat nicht, auch nicht den brutalsten Arm unter der Sonne, aber Tom Brady bringt halt Sachen mit, die so kein anderer macht. Keiner bereitet sich so auf den Gegner und auf dem Spiel vor wie Brady, da bin ich mir sehr sicher. Deswegen, ja, Aaron Rodgers mit seinen Fähigkeiten, er hätte definitiv Erfolg gehabt in New England, wie eben auch jeder andere da durchaus Erfolg hätte haben können und hätte sicherlich den einen oder anderen Ring schon mehr. Ob es insgesamt dann so viele Ringe gewesen sind, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist alles Theorie. Gisp, weißt du so? G-I-S-P? Sag mal, Stolle, was denkst du, kann George Kittle seine persönliche Hammer-Season vom letzten Jahr mit einem gesunden Jimmy G wiederholen und oder sich als der beste NFL-Tightend etablieren? Also, der Kittle George ist natürlich durch die Decke gegangen. Das T-Shirt auch bei uns. Also, ich sage jein. Und das hat überhaupt nichts mit Jimmy G zu tun. Jimmy G, bin ich ja eher skeptisch. Ich mag ihn, aber wenn ich seinen Vertrag sehe und wie oft er spielt, dann bin ich halt skeptisch. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal Quarterback-unabhängig. Natürlich hast du manchmal Quarterbacks, die dich so als dein Liebling haben, aber San Francisco hat ja letztes Jahr auch mit mehreren Quarterbacks gespielt und es war auch da Quarterback-unabhängig, wie Kittle gespielt hat. Ich denke, eher die Frage, die 49ers hatten natürlich letztes Jahr Verletzungen, nicht nur auf Quarterback und auch grundsätzlich waren sie dünner auf dem Receiving Core. Ich glaube, die 49ers sind einfach breiter, besser aufgestellt in ihrer Offense dieses Jahr. Und deswegen ist es, bin ich mir sehr sicher, Kittle ist einer der Top 5 Titans in der NFL. Das würde auch dieses Jahr sein. Aber ich glaube nicht, dass er die Zahlen vom letzten Jahr 1-1 wiederholen kann, einfach weil die 49ers wesentlich variabler spielen können, was ja gut ist für die 49ers. Und ich glaube, am Ende, wenn sie ein paar mehr Spiele gewinnen, ist der Kittle George auch darüber happy und glücklicher, als wenn er irgendwie seine Saison nochmal toppen würde. The Monkey Jockey fragt, hier ist eine Liste von 10 aktuellen Spielern. Wer von ihnen wird deiner Meinung nach in die Hall of Fame kommen und wer nicht? Das ist doch ein geiles Spiel. Aaron Donald. Daumen hoch. Daumen hoch. Definitiv. Ich finde sowieso, Defensive Tackles kriegen viel zu wenig Liebe. Julio Jones. Ich würde sagen, ja. Doch, in der, sage ich jetzt mal, Receiver-Klasse des neuen Jahrtausends wird es schwer, einen besseren zu finden. Julian Edelman, grenzwertig, ich sage nein. Da wird ja gerne drüber diskutiert. Ich glaube, Julian Edelman ist halt ein absolutes Playoff-Monster und das wird ihm zumindest Nominierungen einbringen, aber ich glaube, am Ende des Tages geht es halt um eine Gesamtkarriere und da fällt er durch. Earl Thomas. Ja, Borderline. Safeties kommen jetzt auch nicht alle Jahre rein, frag mal John Lynch. Verdient hätte es, wäre aber auch gut, wenn er doch noch 2-3 Jahre noch mal Gas gibt, dass man ihn, sage ich jetzt mal, anders in Erinnerung behält als zuletzt, wo er auch vor allen Dingen verletzungsbedingt ausgefallen ist. Vaughn Miller,
Ja, sage ich ja. Matt Ryan, sage ich nein. Matty Ice ist ein klasse Quarterback. Aber in den heutigen Zeiten, wo ja so, sag ich jetzt mal, 5000 Yards irgendwie so im Schlaf abgerockelt werden, da sind die Standards halt nochmal höher. Und am Ende des Tages muss ich halt sagen, einmal im Super Bowl gestanden, nicht gewonnen, sonst relativ erfolglos auch in den Playoffs. Ich glaube nicht, nee, das reicht einfach nicht. Dafür ist zu viel Konkurrenz um dich rum, zu viele Quarterbacks, die erfolgreicher sind. Da musst du noch nachlegen, Maddie. Sollte er aber noch das eine oder andere Mal ins Finale kommen, kann das durchaus ein Thema sein. Patrick Peterson, sage ich auch Borderline, ist definitiv einer der besten Cornerbacks aktuell. Oh, ja. Gucken, wie jetzt seine Sperre, wie sich das auf ihn auswirkt. Das wird auch sicherlich, sowas spielt dann eine Rolle. Borderline. J.J. Watt, keine Frage, definitiv Hall of Famer. Cam Newton, nein. Hat aber auch noch ein paar Jahre in petto. Wenn er die entsprechend abrockt, kann auch er da noch ins Gespräch kommen, aber aktuell nein, definitiv nicht. Aaron Rodgers, ja. Definitiv wesentlich mehr im Gespräch als Newton oder Matt Ryan. Allein weil er schon Super Bowl gewonnen hat und auch sonst statistisch immer auf einem sehr hohen Level ist. Jetzt kommen wir die ersten Jahre, aber letztes Jahr war nicht so toll. Aber selbst nicht so doll ist immer noch sehr gut und viel besser als die meisten anderen. Nee, also Rodgers, also wie ich gesagt, Aaron Donald, ja, Julio Jones, ja, Von Miller, ja, J.J. Watt, ja, Aaron Rodgers, ja. Die fünf, würde ich sagen. Wir sprechen uns dann in 25 Jahren wieder. Oh, eine Frage habe ich noch, die hätte ich fast vergessen, aber die ist super lang und zweiteilig und überhaupt von Sting XXL kommt. Sag mal, Stolle, ist zwar eher was für das College Corner, aber stelle die Frage mal hier. Habe im Touchdown24-Magazin vor ein paar Monaten gelesen, dass es in diesem Jahrgang, die ans College kommen, 13 Five-Star-Recruits geben würde. Könntest du mal sagen, wer diese waren und für welche Colleges sie sich entschieden haben? Und als kleine Nebenfrage, wie macht sich eigentlich der Enkel von Jerry Jones am College? Fangen wir da erstmal mit dem Enkel an, das ist der einfache Part. John Stephen Jones spielt ja für die Arkansas Razorbacks und tut sich da gar nicht so schlecht. Ne? Ist völlig überraschend, dass er sich für Arkansas entschieden. Wie kommt das nur? Wie konnte das nur sein? Hat der Opa was damit zu tun? Nein, nein. Also er kam ja als Freshman letztes Jahr tatsächlich dreimal zum Einsatz. In Spielen, wo die Razorbacks schon ordentlich hinten lagen. 2 von 8 war für 18 Yards und eine Interception. Also ja, tun wir es mal unter Learning by Doing ab. Ich denke nicht, dass er diese Saison eine Chance auf den Starting Spot hat. Zum einen haben sie Ben Hicks, Senior. Der kam von der SMU, wo ja auch der neue Razorbacks Head Coach herkommt. Hat dort 3 Jahre, glaube ich, gespielt und in 2017, in seiner letzten Saison, hat er da irgendwie auch über 3.500 Yards und 33 Touchdowns abgerissen. Der ist dann natürlich ganz klar Option Nummer 1. Option Nummer 2 ist Nick Starkel, Junior Quarterback. Der war einst mal ein Starter bei Texas A&M. Insofern sage ich, Herr Jones Junior, muss sich auf jeden Fall noch ein Jahr gedulden. Aber ich bin mir sicher, dann werden wir auch ein bisschen mehr von ihm hören. Zu deiner anderen Frage, was das Recruiting angeht. Ich weiß nicht, wann vor ein paar Monaten ist. Nicht gelesen. Das jetzt. Ich weiß nicht. Also, da kann ich dir leider nicht helfen. Wann das genau war. Weiß also auch nicht, welche Database sich die Jungs da quasi vor die Nase gehalten haben, um zu gucken. Gibt ja verschiedene Anbieter und Datenbanken, also zum Beispiel 24/7 Sports, Rivals, ESPN und so weiter und so fort. Jeder hat andere. Also ich kann es ja gerne mal sagen, ESPN hatte für das aktuelle Jahr 14 5-Star-Recruits, 24/7 Sports sogar 34. Rivals lässt mich da nicht reingucken, weil ich sitze in Deutschland und aufgrund der DSGVO-Scheiße oder wie auch immer. Naja, ihr wisst schon, komm nicht rein. Ja, gibt. Wo sind die hingegangen? Puh, du. Ja, wir können jetzt hier die Top 14 mal durchgehen hier von ESPN.
Keon Thibodeau, Defensive End, hat sich für Oregon entschieden. Nolan Smith, Defensive End, hat sich für Georgia entschieden. Die sind zum Beispiel auch für 24/7 auch Nummer 1 und 2, nur umgekehrt. Das ist dann auch noch eine Sache, jedes Ranking ist anders. Also ESPN hat zum Beispiel Kenyon Green an 3, der ist aber bei 24/7 nur auf 15. Der Offensive Tackle hat sich für Texas A&M entschieden. Ich gehe mal einfach durch hier. Evan Neal, Offensive Tackle, Alabama. Darnell Wright, Offensive Tackle, Tennessee. Jaden Hazelwood, schöner Name, Wide Receiver, geht nach Oklahoma. Pierce Quick, Offensive Tackle, Alabama. Owen Papoa, Linebacker, Auburn. Wayne Morris, Tackle, Tennessee. Zach Harrison, Defensive End, Ohio State. John Emery, Running Back, LSU. Devontae Dobbs, Offensive Tackle, Michigan State. Der ist nicht mal unter den Top 30 bei 24/7 Sports. Siehst du, so kann es kommen. Daxton Hill, Safety, Michigan. Und Clay Webb, Center, Georgia. Das sind die Jungs, die hier bei ESPN in den Top 14 waren. Bei 24/7 waren noch ein paar andere Jungs dabei. Allerdings kein Quarterback, falls euch das interessiert. Da war die Klasse im Vorjahr mit Trevor Lawrence ein bisschen krasser. So, ich weiß nicht, ob dir das jetzt weiterhilft. Hast du es einmal gehört? Kannst du, wie gesagt, auch gerne nachlesen bei ESPN oder anderswo. Ja, das war's mit Sag mal Stolle für diese Woche. Das war's dann für diese Woche. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Legt euch wieder hin, geht wieder an den Strand, was auch immer. Zischt noch eine Cerveza. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.